Ja, es scheint so, dass alle da sind. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Saisonstart der Saison 2017-2018 im Namen des FC Hansa Rostock. Wenn ich mich im Olymp umschaue, ja, ist das Interesse groß. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und möchten uns in diesem Zusammenhang auch nochmal beim Hotel Sportforum bedanken, dass wir diese wunderbare Location mit dem wahrscheinlich schönsten Blick aufs Ostseestadion heute nutzen dürfen. Ja, heute geht's endlich los. Ich denke, bei Ihnen wird die Vorfreude genauso groß sein wie bei uns. Nach 3 Wochen Pause starten wir heute um 15 Uhr im Ostseestadion mit der Vorbereitung in die neue Saison. Und bevor der Ball wieder rollt, wollen wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison zu geben, vielleicht auch einen kleinen Rückblick, was in den vergangenen 3 Wochen passiert ist. Natürlich wollen wir Ihnen unsere neuen Trikots vorstellen und wir wollen Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen. Für Ihre Fragen werden Ihnen heute unser Sportvorstand René Schneider zur Verfügung stehen, unser Vorstandsvorsitzender Robert Marin und unser neuer Cheftrainer Pavel Dotschev. Beginnen möchte ich gerne mit unserem Vorstandsvorsitzenden Robert Marin. Obwohl es heute erst so richtig losgeht, hat für die Fans ja sozusagen die Saison schon begonnen. Der Dauerkartenverkauf beginnt oder hat begonnen am 1. Juni. Wie viele Karten wurden denn bislang schon verkauft? Ja, insgesamt haben wir schon ca. 1700 Karten verkauft. Das ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Aus dem ersten Grund, wenn man das so mal vor 2 Jahren vergleicht, zur Saison 15-16, da haben wir insgesamt 1800 Karten verkauft, also inklusive der Rückrundendauerkarten. Und wenn man jetzt einfach sieht, dass heute eigentlich erst der Ball rollt, sozusagen die neue Saison heute erst richtig losgeht und wir schon 1700 Karten verkauft haben, dann ist das halt bemerkenswert. Und bemerkenswert deswegen, weil wir jetzt sozusagen erst in die heiße Phase gehen und unser Ziel sind so 3000 Karten. Das haben wir letztes Jahr nicht ganz geschafft, da hatten wir 2900 ungefähr. Und diese magische Grenze wollen wir dieses Jahr knacken und das sieht ganz gut aus. Egal ob mit oder ohne Dauerkarte, die Fans und vor allem die Mannschaft und der Trainer können sich in der neuen Saison auf einen neuen Rasen freuen. Das Ostseestadion bekommt einen neuen Rasen. Im Zuge dessen gab es ein großes Projekt, Abgrasen 2017. Fans, Mitglieder, Freunde hatten die Möglichkeit, virtuelle Rasenfelder zu kaufen. Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ja, ich habe vorhin noch mal reingeguckt, das verändert sich ja sozusagen üblich. Wir sind bei 1612 Feldern, zumindest war das vorhin so. Unser Ziel waren hier 2000. Bis zum Sonntag gibt es noch die Möglichkeit, am Sonntag auch selber beim Fan- und Familientag das nochmal bar zu kaufen. Das wäre so unser Ziel. Ich habe den Platz auch gleichzeitig nochmal angeguckt und der sieht erstaunlich gut aus, obwohl wir den strapaziert haben ohne Ende die letzten Wochen. Wir hatten ein Schalala-Konzert drauf, am Wochenende hatten wir Campen drauf, wir haben noch ein Sponsor-Barbecue drauf. Und gerade weil er so gut aussieht, haben wir uns entschlossen, zusammen mit Pavel und dem René, dass wir die erste Trainingseinheit heute im Stadion machen. Also alle Fans sind da herzlich eingeladen auf der Westtribüne. Heute die erste Trainingseinheit, wie gesagt, dann im Stadion. Herzlich eingeladen sind natürlich auch alle zum Fan- und Familientag am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Ostseestadion. Aber es wird ja nicht nur gefeiert und die neue Mannschaft vorgestellt und es wird auch nicht nur abgegrast, sondern es gibt ein Mitgliederspiel. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Wir hatten eine große Mitgliederkampagne, weil die Kogge unser Traumschiff ist und die war auch durchaus erfolgreich, kann man sagen. Ja, wir hatten uns das Ziel gesetzt, am 31.05. wollten wir 12.000 Mitglieder haben, das haben wir geschafft. Wir sind sogar aktuell bei ca. 12.100 Mitgliedern, das ist, finde ich, sehr gut, weil es gezeigt hat, dass der Mitgliederzuwachs nicht endet am 31.05. Und das Ziel war, dass wir dann ein Spiel machen gegen die Profis, das machen wir auch am Sonntag dann und das Team wird auch verstärkt, weil jemand die letzten 2 Wochen unbedingt Mitglied werden wollte, das ist der Pavel, der neben mir sitzt, und gesagt hat, er möchte bei diesem Spiel auch mitmachen, und er wird das Mitgliederteam verstärken und ich habe ihm versprochen, dass ich ihm bis zur Pressekonferenz heute den Mitgliederausweis geben werde und den habe ich mir vorhin noch abgeholt, Pavel. Gratuliere zum Mitglied, das ist die richtige Entscheidung, ne? Ja, aber unbedingt. Ja. Können Sie aber zeigen, den Ausweis? Ja. Hier, gut, und er hat auch das richtige Baujahr. Ah ja. Sie auch? Sehr gerne. Dankeschön. Pavel, dann sind wir schon beim Thema Fußball. Für welches Team hast du dich schon entschieden? Wirst du am Sonntag dann mitkicken? Kommt ja für uns alle jetzt ein bisschen überraschend, aber... Ja, ich mache das sehr gerne. Ich spiele generell Fußball bei jeder Gelegenheit und ich werde bei den Mitgliedern spielen, weil ich glaube, sie brauchen Verstärkung und die Profis eher wenig. Also ich bin gerne dabei und habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt auch hier bei Hansa Mitglied geworden bin und das ist tolle Sache.
Also Pavel Dotschew in Aktion, noch ein Grund mehr am Sonntag zum Fan- und Familientag zu kommen. Pavel, bevor es für dich am Sonntag ernst wird, dann auf dem Platz, müssen ja erstmal unsere Profis heute Nachmittag Gas geben. Um 15 Uhr, wie gesagt, der Trainingsstart. Was liegt dann an am ersten Trainingstag, in der ersten Einheit? Und generell, wie ist euer Plan jetzt für die nächsten 4 Wochen? Ja, heute wird, so um reinzukommen, ganz normales Training. Wir werden etwas länger anlaufen, so 35 Minuten. Danach etwas Kreis spielen, dass die Spieler wieder mal Ball dabei haben. Und danach zum Schluss 2x15 Minuten auf die Tore spielen. Zum Schluss werden wir ein bisschen Stabi machen, Stabilität und ein bisschen ausdehnen. Morgen geht es unser Programm weiter. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Ich möchte auch nicht so viel Zeit verlieren jetzt mit vielen anderen Sachen. Wir müssen viel auf dem Platz sein. Wir müssen uns finden als eine Mannschaft. Natürlich ist ja kein Geheimnis. Wir haben fast komplett neue Mannschaft, viele neue Gesichter. Viele werden da auch vielleicht auch schnell integrieren müssen. Und das ist auch das Ziel. Das heißt, wir müssen eine Einheit werden. Das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt. Was wichtig ist, natürlich, da kommen die anderen Komponenten, so wie Technik, Taktik, Kondition, alle diese Sachen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist sehr intensiv für die Zeit, die wir haben. Bis zum ersten Meisterschaft, natürlich kann man sich überlegen oder denken, wie intensiv alles ist und was jetzt auf uns zukommt. Aber freue ich mich auf diese Aufgabe. Und ich weiß, dass wir auch mit den Jungs das sehr, sehr schnell wieder hinkriegen und dass wir auch zum Saisonbeginn, dass wir schon eine schlagkräftige Truppe hier haben und dass wir eine gute Mannschaft von Hansa Rostock hier in unserem Stadion oft erleben werden. Gut, vielen Dank erstmal. René Schneider, heute 2 Neuzugänge mit Willi Afsejew und Wladimir Rankovic. Kann man denn davon ausgehen, dass es bis 15 Uhr vielleicht noch weitere Meldungen gibt? Was habt ihr noch in der Pipeline? Ja, erstmal freuen wir uns natürlich sehr, dass wir mit Vladi und dem Willi 2 Spieler hier an die Küste bekommen haben, die uns definitiv weiterhelfen werden. Und da freue ich mich natürlich, dass heute das alles auch noch geklappt hat zum Trainingsstart. Wir werden des Weiteren mit unseren Torhütern heute Mittag verlängern, oder bis jetzt verlängern, einen Vertrag aufsetzen mit dem Luis und dem Erik Gründemann von Eintracht Frankfurt. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir jetzt, ja, einen guten Kader zusammengestellt, also der jetzt um 15 Uhr dann Gas geben kann und dann in die Vorbereitung gehen kann. Gut, dann war es das erstmal von meinen Fragen, von meiner Seite aus. Und dann würde ich ja, Ihnen die Möglichkeit jetzt geben, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben auch einen jungen Mann da mit Mikrofon, also wenn es eine Frage geben sollte, bitte ich um ein kurzes Handzeichen und dann können wir loslegen. Jan Dittjugait von NDR1 Radio MV. Herr Dotschew, wie viele Spieler werden Sie denn heute trainieren? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich habe einmal so gesagt 20 Spieler und jetzt glaube ich, werde ich festgenagelt an diese Aussage. Wir werden 20 Leute haben heute auf dem Platz. Also ich habe auch immer gesagt, es geht nicht um die Anzahl, wie viele Leute sind heute beim Training. Aber wir sind voll dabei, also wir sind nicht irgendwie so unruhig oder wir sind nicht unzufrieden mit unserer Situation. Wir haben auch gesagt, oder ich habe immer gesagt, wenn wir 80% bis zum Trainingsauftakt von der Mannschaft haben, dann sind wir gut dabei und das ist bis jetzt alles so nach Plan. Also wir sind voll dabei und wir haben schon jetzt genug Leute und auch gute Leute, wo wir anfangen können zu trainieren und uns schon einzurichten für die Spiele, die auf uns zukommen werden. Sven Krise von Antenne MV. Ich frage nochmal nach, also sind die 80% jetzt schon da und 20 kommen noch oder wie war das zu verstehen? Ja, wir wollen uns noch verstärken. Das ist ja kein Geheimnis, ich kann das René sagen, wenn das mir das erlaubst. Wir wollen noch in Innenverteidigung was machen, wir wollen auch im offensiven Bereich was machen und wir wollen auch auf der rechten Außenbahn auch was machen. Das sind schon 3 Spieler, die wir noch auf der Suche sind. Für mich ist ja auch kein Problem, die Leute jetzt schon zu holen. Aber wir gucken, wir lassen uns Zeit und ich denke, das ist jetzt absolut legitim von unserer Seite, dass wir so wählerisch sind. Und das ist ja auch genau das, was wir gesagt haben. Wir wollen Leute haben, wo wir 100% überzeugen, dass die zu Hansa Rostock und zu unserem Anforderungsprofil auch die Spieler passen. Steffen Baxalari vom NDR Fernsehen.
Sie sagten unter anderem auch Offensive. Könnte das auch heißen, dass noch im Gegenzug Spieler den Verein verlassen? Weil Tim Berühm, sagten Sie, glaube ich, im Vorfeld, das wäre einer der Kandidaten, der eventuell gehen könnte. Also es ist alles möglich. Wir werden jetzt keine irgendwie so zwingen, hier zu bleiben wollen. Und wir haben auch mit dem Berater vom Team gesprochen, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe auch ihm auch die Situation erklärt, wie das ist. Also es ist ja keine große Kunst dabei. Es ist ja normale Sache beim Fußball, wenn jetzt irgendwas Besseres kommt für Team, wo er denkt, dass er da besser sich fühlen will oder wohlfühlen würde, dann würden wir das auch nicht Nein sagen. Aber wenn er bleibt, das ist unser Spieler, das ist ja auch kein Problem. Und er ist hier bei uns jetzt eingeplant und das ist alles. Und das jetzt mit Marcel Zimmer oder wie sie alle heißen, das ist jetzt reine Spekulation mittlerweile. Also wenn einer jetzt kommt und sagt, ich habe was Besseres, wir wollen uns weiterentwickeln, wir werden nicht Nein sagen. Weil ich will keiner zwingen, jetzt bei uns hier weiterzumachen. Das werden wir nicht machen. Wir wollen Leute haben, die natürlich auch mit 100%iger Überzeugung bei uns sind. Dann haben wir Ali Weber von Loro. Herr Lotschew, Trainer hat vielfältige Aufgaben, aber wenn wir sie runterbrechen, dann ist es so ein bisschen Motivation, die Mannschaft bei Laune halten und Fußballlehrer sein. Sie haben sehr viele junge Spieler jetzt unter Ihren Fittichen. Wie viel Prozent sind Sie Fußballlehrer oder sind Sie doch besser Motivator? Also, ja, ich glaube, heutzutage als Trainer musst du eigentlich viele, viele Qualitäten schon mitbringen als Trainer. Nicht nur fachliche Kompetenz, du musst auch Vorbild sein und auch natürlich auch gewisse Psychologie auch spielt auch große Rolle. Also das ist ja gesamte Palette muss man beherrschen, um auch möglich nah an die Spieler ranzukommen. Und also ich habe das, glaube ich, schon häufig gemacht und ich denke, das würde ich auch jetzt hier bei Heinze auch schaffen. Also man muss schon alles können. Also es geht nicht nur um fachliche Kompetenz. Was nutzt mir das, wenn ich jetzt auf die Spieler zugehe und auch nicht sie erreiche und irgendwie alles reinpressen? Ich muss eigentlich die Spieler überzeugen, dass das der richtige Weg ist und dass die diese Weg mit mir gehen. Das ist mein Ziel. Und das Wichtigste ist für uns, deswegen habe ich gesagt, auch am Anfang, wichtig ist, dass wir eine Einheit werden. Einheit heißt für mich, dass wir alle gemeinsame Ziele verfolgen. Weil nur dann kommt auch diese Wir-Gefühl und dann kommen auch jeder ist bereit, für die Mannschaft da zu sein. Weil wenn 20 Leute, vor allem in unserer Situation, jetzt kommen viele neue Gesichter dazu, wenn jeder seine eigene Interesse verfolgt, dann würden wir kein Anhalt sein. Und das ist das Ziel, das ist auch der Schwerpunkt für mich. Es geht nicht nur, dass wir gut Fußball spielen, es geht auch, dass wir auch charakterlich gute Mannschaft haben. Und da ich bei der Suche nach neuen Spielern, ist auch der Schwerpunkt, liegt auch daran, dass wir auch Leute suchen, die auch charakterlich nicht nur gut sind, dass die charakterlich gut passen und dass die auch noch Entwicklungspotenzial haben. Und das ist das Schwierige dabei. Und schreiben wir gerade mal den 19. Juni, eigentlich heißt das ja Sommerpause, der Sommer steht eigentlich erst bevor, gefühlt das Landespokalfinale war erst vorgestern. Haben Sie schon wieder Bock auf Fußball? Ja, natürlich. Also ich habe bis jetzt, wir haben bis jetzt im Hintergrund unheimlich viel gearbeitet, das sieht man die Arbeit nicht, aber die Arbeit, die wir in der Geschäftsstelle auch mit dem Robert Marin und mit gesamtem Team, auch mit René und auch mit Marit und so, wir haben bis jetzt unheimlich viel gemacht, nicht nur, das war unheimlich viel Arbeit, was denn dahinter, im Hintergrund steckt und natürlich jetzt ist genau die Arbeit, die ich liebe. Und das ist eigentlich, auf dem Platz zu stehen. Das andere ist natürlich, gehört auch zu meinen Aufgaben, aber ich bin gerne auf dem Platz und ich freue mich jetzt, dass ich jetzt endlich mal auch losstarten kann. Dann haben wir Stefan Ley auch vom NDR. Herr Schneider und Herr Dotschew, Ihr Vorgänger Trainer letzte Saison hat mal gesagt, wie schwierig es ist, Trainer zu sein in Rostock, wenn man Spieler sucht, weil diese Spieler ungern nach Rostock kommen, nicht wegen dem Verein, aber so die Stimmung drumherum, das Imagebild ist nicht das Beste in Deutschland.
Wie schwierig haben Sie die letzten Wochen bei dieser Hintergrundarbeit erlebt? Ja, die Entschuldigung. Also, ja, ich weiß, was Christian meint. Wir hatten in der letzten Saison viele Gespräche gehabt, wo es mit diesem Aushängeschild Hansa Rostock und den Fans ein bisschen problematisch war, also wo einige Spieler dann doch eher gesagt haben, nee, ich gehe woanders hin. Also das ist einfach so und ich glaube schon, dass aber viele Spieler, die wir jetzt geholt haben, einfach total Bock drauf haben. Halt, ne? Ich glaube, dass unsere Fans wirklich die Besten sind. Halt. Also wenn man hier zu Hause nur einfach dieses hinbekommt, halt, dass wir wieder erfolgreich sind, dass wir die Heimspiele erfolgreich gestalten, das muss ein absolutes Ziel sein, dann glaube ich schon, dann stehen sie wie eine Wand hinter uns und auswärts muss man sowieso nichts sagen. Halt. Also wenn man da, das sieht halt die weiten Fahrten, da 2000 Fans oder in Bremen sogar über 4000, ja, das ist Wahnsinn halt. Ne? Und die Spieler, die wir jetzt geholt haben, das ist das, was Pavel auch gesagt hat, die haben Charakter halt und die haben wirklich Bock darauf, halt hier zu spielen. Ne? Ein volles Stadion halt und wir, das wissen die Spieler auch halt, das habe ich den Jungs auch so gesagt halt, wir müssen zeigen halt, was sie drauf haben halt, wir müssen erfolgreich sein halt und dann sind die Fans halt eine Macht halt, ne? Und das wollen wir in dieser Saison einfach auch erzielen. Ne? Aber es ist nicht schwerer, oder hier Spieler herzubekommen halt, also ich glaube, dass wir hier auch vom Flair her und alles, was dazu gehört, Infrastruktur halt, die meisten Spieler, die hierher gekommen sind, wenn wir unten durchgegangen sind, was jetzt Physiotherapie, Kraftraum, alles was dazugehört, gezeigt haben. Also da haben die Jungs leuchtende Augen bekommen. Und dementsprechend glaube ich, dass es schwer, Spieler hier zu bekommen, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund steht, sondern wir haben die Spieler versucht zu überzeugen hier. Und ich glaube, mit allen, denen wir hier gesprochen haben und mit fast allen, also da geht einem das Herz auf. Also so haben sie das rübergebracht. Oliver Kramer von der Bild-Zeitung. Wurde ja gestern bekannt, etwas überraschend, dass der Maximilian Arschwille den Verein verlässt. Wie schnell und vor allen Dingen adäquat können Sie jetzt diese Lücke da schließen? Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich sehr überrascht war und enttäuscht. Das ist ja kein Geheimnis. Aber wir sind Profi und wir können das wegstecken, wenn wir das auch schaffen. Und wir konzentrieren jetzt auf neue Situation, auf diese neue Situation, die wir jetzt haben. Und das ist kein Problem. Also wie gesagt, die Enttäuschung war sehr groß, aber es ist leider so. Und wir sind aber Profi und wir werden das wegstecken können. Überhaupt gar kein Thema. Kai Rehbeck von der Ostsee-Zeitung. Vielleicht an René und auch an den Trainer vielleicht die Frage, wie realistisch ist es denn mit dieser Mannschaft, so wie sie sich jetzt abzeichnet, um anzugreifen, was sie eigentlich auch wollten? Dass wir am Anfang halt Probleme haben werden, vielleicht Abstimmungsprobleme, dass ein Prozess ist, das wird wahrscheinlich nicht Überraschendes dabei, weil die Mannschaft muss sich finden. Aber je schneller sich die Mannschaft findet, desto besser ist. Und deswegen sage ich auch, das müssen auch die Spieler wollen, diesen Weg mit uns zu gehen. Wenn sie das wollen, wenn wir das geschafft haben, diesen Weg mit uns zu gehen, dann wird dieser Prozess nicht so lange dauern. Ansonsten, ich traue die Mannschaft absolut zu, dass dieses Jahr, so wie ich das mir vorgenommen habe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr gute Rolle in der dritten Liga spielen werden und dass wir einen attraktiven Fußball hier anbieten werden. Und wir wollen nicht hier zu Hause nur 4 Spiele gewinnen, wir wollen eigentlich jedes Spiel hier auf Sieg spielen. Also und nicht nur hier, generell. Also diese Siegermentalität müssen wir entwickeln und nur so kann man erfolgreich Fußball spielen. Also natürlich, ich kann auch jetzt als Trainer ganz einfach sagen, ja, alles ist schlecht reden oder ausreden. Irgendwie so, wir werden Zeit brauchen. Klar, ich weiß, dass ich nicht ewig Zeit habe, deswegen müssen wir schnell alles das hinkriegen. Und das ist mir wichtig. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich denke, ich weiß, wie das geht. Und ich bin mir auch sicher, dass mit den Jungs, die wir jetzt so zur Verfügung haben und die dazukommen werden, dass wir das auch schnell hinkriegen werden. Und das andere, was die Frage vorher von Ihnen, die gestellt worden ist, ich muss ehrlich sagen,
Ich weiß nicht, warum so schwer sein für Rostock Leute hierher zu holen. Rostock hat Top-Bedingungen, Top-Stadion, Top-Fans, Top-Stadt. Ich weiß nicht, was brauchen die Spieler mehr. Und die hier und, das, und wir müssen auch diese Fußball spielen, dass die Spieler zu uns kommen wollen. Also das heißt, wir müssen auch nicht nur diese Sachen, wir müssen auch so attraktiv sein, dass nachher die Leute von alleine sagen, ey, ich will nach Rostock gehen, das ist kein Verein. Das muss das Ziel für uns sein. Herr Dotschow, Sie haben gesagt, die Mannschaft wird in der nächsten Saison eine gute Rolle spielen. Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen präzisieren? Heißt das, dass die in zwei Jahren aufzusteigen, ist klar. Aber heißt das, dass Sie schon sich auch in der kommenden Saison zumindest im ersten Drittel oder in der ersten Tabellenhälfte darauf sehen? Ja, diese Prognose ist mir jetzt ein bisschen schwierig abzugeben, jetzt, welchen Tabellenplatz wir jetzt schaffen. Das weiß ich nicht. Eins weiß ich aber, wir wollen attraktiv Fußball spielen. Das kann ich Ihnen sagen, wenn die Vorbereitung hinter uns ist, wenn wir ein paar Spiele gemacht haben, wenn ich weiß, welche circa drei Leute, die wir holen wollen, was ich schon gesagt habe, defensiv aus dem Sturm, offensiv meine ich. Wenn wir die Leute haben, vielleicht kann ich etwas konkreter sagen, aber das ist hier jetzt schwierig und möchte ich jetzt nicht solche Prognosen abgeben. Ich habe einzige Prognose, die ich abgeben möchte, ist, wie gesagt, dass wir einen erfrischenden, attraktiven Fußball hier in diesem Stadion anbieten wollen. Das ist das, was ich mein Ziel habe und als Ziel habe und das ist das, was ich als Prognose abgeben kann. Und viele Sachen kommen von alleine. Wenn man gut, attraktiv und erfolgreich spielt, dann kommen automatisch die Ergebnisse. Hans-Lothar Jordan vom Ostsee-Anzeiger. Herr Dr., wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Sie vorhin gesagt haben, wollen Sie einen offensiven Fußball hier spielen? Und ja. Es ist fast dieselbe Frage, ich würde bloß noch etwas ergänzen. Und wie soll das geschehen? Welche Kräfte haben Sie dabei im Auge, die schon da sind und die Sie in Kürze holen werden? Im offensiven, attraktiver Fußball ist schön, aber offensiver Fußball wird offensichtlich mehr zum Erfolg führen. Wie soll das geschehen? Wen haben Sie im Auge, um diesen offensiven Fußball zu spielen? Sie meinen personell. Welche Spieler sollen das umsetzen? Ja, wenn man das, man kann es ja nur wollen, aber man muss ja auch die Spieler haben dann. Das ist richtig, aber für mich ist ja wichtig, nicht, wenn ich jetzt drei Stürmer von Beginn an auf dem Platz habe, heißt nicht längst, dass ich offensiv spiele. Die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, das ist viel, viel entscheidender, als das, wie viele Stürmer, nominelle Stürmer auf dem Platz haben. Das heißt, wir greifen alle ein, wir wollen nach vorne alle angreifen, Ball erobern und den meisten Ballbesitz haben, nach vorne schnell umschalten, zielstrebig sein, alle diese langen Laufwege, immer die in der Tiefe starten, höheres Tempo, 90 Minuten zu gehen, das diese Art und Weise zu machen, dann muss auch die Mannschaft gute Fitness haben, das ist sehr, sehr wichtig, um diese modernen Art und Weise auch umsetzen zu können. Also das ist für mich viel, viel wichtiger, als wie viele Stürmer ich vorne habe. Weil das ist nicht entscheidend. Wenn ich die drei Stürmer habe und die nur mit Rücken zum Tor stehen und auch nicht in der Räume gehen und die gar nicht eins gegen eins gehen, dann nutzt mir das auch nicht. Ich brauche, wie gesagt, diese laufstarke, dynamische Art und Weise, Fußball zu spielen. Herr Dotschew, Sie haben eben eine Prognose, was Tabellenplatz, haben Sie ein bisschen verweigert, oder nicht so schlimm. Ich habe eine andere Frage, auch vielleicht eine Prognose oder eine Selbsteinschätzung. Sie haben eben aufgezählt, was alles top ist in Rostock. Umfeld, Fans, Stadion und so weiter. Haben wir auch einen Top-Trainer? Das haben Sie vergessen zu sagen. Sind Sie ein Top-Trainer? Ob ich Top-Trainer bin? Genau. Ui, die Frage habe ich noch nie gehabt. Es ist ja jetzt... Soll ich die beantworten? Ich kann an diese Frage nicht antworten. Eins weiß ich. Ich werde mein Bestes geben. Ob das jetzt ausreichen würde, das weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes für diesen Verein. Gut. Gibt es noch Fragen? Zwei sportliche Neuzugänge haben wir heute schon vermeldet, aber wir haben noch drei weitere Neuzugänge, und zwar unsere neuen Trikots. Und jetzt würde ich mal bitten, unsere Spieler, den Julian Riedel, Amore Bischoff und Joscha Nadona vorne zu kommen, um die neuen Trikots für die neue Saison vorzustellen.
Und unser Vorstandsvorsitzender kann vielleicht das eine oder andere sagen, weil... Auch mit den Schuhen. Ja, die Schuhe. Das passt nicht so richtig, ne? Ja, Fußballschuhe auf dem Teppich ist nicht so gut. Ich werde jetzt nicht was dazu sagen, was es zu tun mir gefällt oder nicht gefällt, aber vielleicht mal einfach so ein paar Zahlen. Wir haben in der letzten Saison ca. 4.200 Trikots verkauft, in der Saison davor aufgrund des Jubiläumsjahres 6.500 und das sind so Zahlen, die wir uns orientieren wollen. Deswegen auch vielleicht ein bisschen Veränderung über den zweiten und dritten Jersey. Das wird vielleicht die 5.000 knacken. Sind seit heute auch schon im Online-Shop des FC Hansa Rostock erhältlich und zum Ende der Woche dann auch im Hansa-Fanshop. Wir würden die drei Spieler jetzt nochmal auf die Terrasse bitten, dass sie Fotos machen können. Ich möchte mich bedanken, natürlich bei den Protagonisten hier vorne, bei Ihnen für Ihr Erscheinen, ja, und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in der neuen Saison. Bis später um 15 Uhr zum Trainingsauftakt in die Saison 2017-2018. Dankeschön.